Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man die im Gebäude 22a im Hörsaal 2 eingebaute Kamera- und Mikrofontechnik für Lehrveranstaltungsaufzeichnungen oder für hybride Lehrformate nutzen kann. Dafür habe ich hier natürlich meinen Laptop aufgebaut und schaue erstmal in die dort integrierte Kamera und spreche auch in das dort integrierte Mikrofon und schalte jetzt auf jeden Fall erstmal um in das Mikrofon, was hier zum Hörsaal gehört. Das, was ich hier als Funkmikrofon umhabe. Ich habe auch den Originalton in Zoom eingeschaltet. Dieses Mikrofon heißt hier in Zoom Mikrofon Web Presenter HD und auf das schalte ich jetzt mal um. Das klingt dann auf jeden Fall erstmal so ohne den Originalton in Zoom. Den aktiviere ich mal wieder. Ich weiß nicht, dann werde ich das hören, dann klingt das vielleicht ein bisschen besser. So, und jetzt zeige ich mal, dafür schalte ich auf die Rückkamera meines Laptops um, die hier im Hörsaal eingebaute Kamera. Ich habe hier noch eine weitere Kamera mal temporär hingebaut auf diesem Stativ. Die zeige ich später kurz. Die im Hörsaal eingebaute Kamera, die ist dort oben, die hängt dort an der Decke unter den Beamern. Und zwar um die Rechte von den beiden soll es jetzt gleich mal gehen. Und bevor ich auf diese Kamera umschalte, wechsle ich nochmal auf die Frontkamera, denn diese Fernbedienung braucht man, um die Kamera dort oben an der Decke zu bedienen und zu steuern. Und ich schalte jetzt mal auf diese Kamera um, die heißt in Zoom auch Web Presenter HD. Und dann sieht man in der Standardeinstellung, die etwas ungünstig ist, zeigt sie so den Beamer von hinten und jetzt muss man sie mit der Fernbedienung ein bisschen runterschwenken, bis sie auf einen selbst zeigt. Das ist zumindest was, was man nicht gern während einer Lehrveranstaltung, würde ich sagen, machen würde, weil das einfach mit dieser Fernbedienung ein bisschen fummelig ist. Und jetzt kann man hier natürlich auch zoomen. Es gibt so einen Fast Zoom. Und ich schwenke mal noch ein bisschen runter. Und es gibt auch ein Slow Zoom, der wirklich sehr, sehr, sehr langsam zoomt, mit dem man ein bisschen gradueller zoomen kann. Auf jeden Fall kann ich jetzt ein bisschen hier die Technik und die Anschlüsse erklären. Also das Kamerabild oder das Bild meines Bildschirmes plus der Ton von meinem Laptop, der geht über dieses HDMI-Kabel hier raus, geht in das Pult rein und dann gibt es noch ein zweites USB-Kabel hier, das kann man über einen Adapter oder direkt in den Rechner reinstecken. Über dieses USB-Kabel bekomme ich das Bild dieser Kamera und den Ton dieses Mikrofones. Und das, denke ich, klingt ganz gut, sieht so vom Kamerabild natürlich auch nicht schlecht aus. Das Einzige, was vielleicht optimierungsfähig ist, ist die Perspektive. Denn diese Kamera hängt natürlich vandalismussicher da oben an der Decke. Wenn ich jetzt in die Kamera gucke, selbst dann sieht es schon ein bisschen seltsam aus, weil ich auch so betont nach oben gucken muss. Wenn ich jetzt mal in die Reihen im Hörsaal schaue, so in mittlere Reihen und in vordere Reihen und vielleicht in die hinteren Reihen, dann sieht das für die Zoomies jetzt aus dieser Vogelperspektive der Kamera sicherlich ein bisschen ungünstig aus. Deswegen, das, was ich immer üblicherweise tun würde, ist hier eben diese eine zweite Kamera zu nutzen, die ich jetzt auf ein Stativ hier in die erste Reihe gestellt habe, die dann zwischen mir und den Leuten ist, die ich hier im Hörsaal anschauen würde. Und auf diese Kamera schalte ich jetzt mal um. Eine OBS-Bot Tiny Kamera. Die macht so ein Bild und die kann auch ein Tracking, das heißt, wenn ich jetzt einmal die Hand hebe, dann ist sie in diesem Tracking-Modus, jetzt habe ich den Tracking-Modus genau ausgeschaltet, jetzt ist sie im Tracking-Modus und verfolgt mich und mit einer Zoom-Geste kann ich sie einmal rauszoomen, um hier ein bisschen mehr Totale zu zeigen und ich kann sie mit der Zoom-Geste auch wieder ranzoomen, sodass ich hier ein bisschen größer zu sehen bin. Und der Vorteil dieser Kamera ist jetzt natürlich, dadurch, dass sie zwischen mir und dem Publikum steht, wenn ich jetzt mal so ein bisschen durch die Reihen hier im Hörsaal schauen würde, in die letzten Reihen, in mittlere Reihen, vielleicht in die ersten Reihen, wo sowieso keine Studierenden sitzen, dann sieht das sowohl für die Roomies als auch für die Zoomies ein bisschen schöner aus, weil ich immer so mit einem halben Augenwinkel zu den Leuten im Raum als auch mit einem anderen halben Augenwinkel in die Kamera schauen kann. Und das, was ich jetzt als letztes nur noch mal zum Vergleich zeigen möchte, ist einfach nur, um mal zu gucken, wie sich das anhört. Ein anderes Mikrofon, auch ein ziemlich gutes Funkansteckmikrofon von DJI, auf das schalte ich jetzt um. Da ist jetzt auch immer erstmal der Originalton für die Musiker deaktiviert. Den aktiviere ich mal.
um die Kompressionsalgorithmen von Zoom da etwas zu umgehen. Und ich stelle fest, so richtig gut sieht irgendwie diese Kamera nicht aus, obwohl HD angeschaltet ist. Das könnte aber auch an meinem USB-Kabel liegen. So, und dann klingt dieses andere Mikrofon so. Auf jeden Fall mit der eingebauten Kamera- und Mikrofontechnik, bis auf den etwas unpassenden Blickwinkel, kann man hier, glaube ich, schon ziemlich gute Resultate erzielen. Ich schalte nochmal auf diese Webpresenter-Kamera hier an der Decke um und zoome mal ein bisschen raus, wenn die Kamera mich denn lässt, um zu zeigen, dass man natürlich dann, ja, ganz klassisch, jetzt sieht man hier das Kamerabild doppelt, dass man natürlich auch ganz klassisch hier eine Bildschirmfreigabe machen kann und ich damit eben Folien zeigen könnte. Ich zeige mal einfach die Webseite der Uni, Folien zeigen könnte. Oder natürlich auch für hybride Lehrveranstaltungen hier das Kamerabild der Zoomies. Und das soll es auch schon für dieses Video gewesen sein. Sehr schöne und eigentlich ziemlich einfache und intuitiv nutzbare Technik hier in diesem Hörsaal.